Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Eurotruck Simulator 2 Let's Play. Nach einer gefühlten Ewigkeit, was für YouTube-Verhältnisse eigentlich sogar eine Ewigkeit sein dürfte. So, es gibt einiges zu erzählen. Und ich würde sagen, wir holen uns erstmal einen Auftrag. Ja, und da kann man schon die erste Änderung sehen, wie man sieht. Auf der neuen TSM Map 4.5. Und da wählen wir uns mal. Natürlich starten wir in Frankfurt, weil nach dem neuen Patch, der jetzt auch drauf ist, wurden wir wieder zurückgesetzt. Und zwar, was nehmen wir denn mal? Wir könnten runter nach Griechenland fahren. Joa, ich denke mal, das können wir machen. Da haben wir auch einiges vor. So. Und ja, wer aufmerksam ist, der hat es auch vorhin schon gemerkt. Und zwar, ist ganz schön eng hier, haben wir jetzt hier den Wintermod drauf. Hat man vorhin schon an den Schneeketten sehen können. Ich muss gerade mal das Headset leiser stellen. So. Und ja, apropos Headset. Ich habe auch ein neues Headset, denn das andere war ja leider kaputt. Es gab jetzt ja Monate, glaube ich, so, müssten es sogar schon sein, keine Videos. Es lag daran, dass ich wenig Zeit hatte oder andere Sachen in meiner Freizeit lieber gemacht habe. Jetzt habe ich aber doch das ganz schön vermisst und dann kam noch dazu, dass mein Headset kaputt war. Also es war ja schon länger kaputt. Und zwar konnte ich schon eine Zeit lang nur noch einseitig hören. Und das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Denn nachdem ich auf dem Headset gar nichts mehr gehört habe und ich nicht über die Boxen spielen wollte, also aufnehmen wollte, weil ja das nicht so gut für die Tonqualität ist, da habe ich mir vom Christkind ein neues Headset schenken lassen und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Und ja, was ich nicht erwartet hätte, trotzdem, dass ich so lange keine Videos gemacht habe, habe ich natürlich Abonnenten verloren, das ist leider so. Kann ich auch nachvollziehen, wenn man keine Videos macht, dass man da irgendwann die Geduld verliert. Obwohl ich auch mir denke, wenn jemand keine Videos macht, denke ich mir eigentlich, ich muss das Abo nicht unbedingt wegnehmen, denn ich meine, ich werde ja sowieso nicht davon beeinträchtigt, wenn jemand keine Videos macht. Ist ja so, als hätte ich den nicht abonniert. Aber gut. Trotzdem sind auch immer mehr Leute dazugekommen, auch wenn ich keine Videos gemacht habe, was ich sehr erstaunlich finde. Und jetzt sind wir sogar bei der Zahl 50 angekommen. Und das ist unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so relativ schnell geht. Noch dazu, weil ich längere Zeit keine Videos gemacht habe. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich war gerade ein bisschen schnell unterwegs. Jetzt hoffe ich, dass erstmal wieder ein bisschen mehr kommen, denn nach diesem Feiertagstrubel habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Es wird wahrscheinlich immer wieder mal Momente geben, wo ich keine Zeit habe. Aber das ist leider nicht zu ändern. So, hier versuchen wir mal den nicht umzufahren, sondern nur nah ranzufahren. Denn das macht es ein bisschen realistischer, auch wenn er verschwindet, wenn man nah an ihn rangefahren ist. Gut. Gibt Schlimmeres. So. Und ja, dann kann ich ja mal erzählen, was das für ein Headset ist. Und zwar ist das ein Sennheiser PC 320. Sollte mich für Fahren oder Reden entscheiden. Ein Sennheiser PC 320 Game, wo das bei dem Wort Game, glaube ich, das
A durch eine 4 ersetzt wurde. So. Und ich muss sagen, das bin ich sehr zufrieden. Nachdem ich das auch noch ein bisschen kalibriert habe mit so einem anderen Programm, dürfte man überhaupt kein Rauschen mehr hören. Also muss ich das Rauschen noch nicht mal manuell entfernen nach der Aufnahme anscheinend. Weil es, glaube ich, so gut so schon weg ist, also dass man es gar nicht mehr hört. Ich weiß nicht, ob die Qualität jetzt besser ist, also ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, aber vielleicht fällt euch ja der Unterschied auf. Ich weiß es nicht. Wenn es sich verbessert hat, das würde mich natürlich richtig freuen. Und wenn nicht, dann, naja. Ich kaufe mir jetzt nicht nochmal ein neues. Außerdem habe ich es ja nicht wegen der Qualität gekauft. Kaufen. Beziehungsweise schenken lassen. Mir gewünscht oder so rum. Naja. Sondern damit ich überhaupt eins habe. Und wenn die Qualität gut ist, das ist natürlich nochmal wesentlich schöner. So. Hier ist ein Stoppschild. Können wir theoretisch ignorieren, weil erstens werden wir nicht bestraft und zweitens kommt da gerade keiner, aber wir hören mal drauf. Hätte ja sein können, dass jemand kommt. Huch. So. Ja, hat sich einiges getan in der Zeit. Also, wie man ja schon gesehen hat, hier haben wir einen Wintermod. Da habe ich einen Wintermod drauf getan und zwar, ich habe mir jetzt leider nicht behalten können, von wem der ist. Das ist schade. Aber man müsste ja in der Modliste von Bernd Darcy es sehen können, weil ich meine, da hätte ich den Link her gehabt. Müsste eigentlich da verlinkt sein. Und da habe ich mir den Wintermod ausgesucht, wo man die Straßen noch erkennen kann, denn ich glaube, es ist mir ein bisschen zu kompliziert, wenn ich dann auch noch aufpassen müsste, wo ich überhaupt lang fahre. Ich bin ja sonst... Meine Konzentration ist ja sonst genug strapaziert, wenn nicht sogar überfordert. Da ist das ganz gut so. Na, können wir noch einen Gang höher schalten. Ich habe die Hoffnung, dass das Sprit spart. Auch wenn es nicht so nötig ist unbedingt. Aber gut. Ja, also... Nicht nur Wintermod installiert, sondern auch noch die TSM 4.5. Da sind jetzt auch Teile in Frankreich dazu gekommen. Es war Italien geplant, aber das hat wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig gepasst. Was nicht schlimm ist. Ich meine, wir können froh sein, dass die Leute sich überhaupt die Zeit nehmen, so eine Karte für die Allgemeinheit zu erstellen. Denn sie kriegen ja kein Geld dafür und müssen das alles neben ihrem Privatleben noch zusätzlich machen. Na gut, sie zwingt ja keiner dazu. Und ja, dann... Es sind, glaube ich, auch noch neue Auffahrten überall mal dazugekommen. Ich habe so ein paar Testfahrten gemacht. Ich bin hier auf dem Profil auch schon mal eine Testtour gefahren, die ich natürlich nicht hier gespeichert habe. Und ich meine, bei Berlin wäre auch eine der neuen Auffahrten jetzt dazu gekommen. Ich bin da lang gefahren, dachte, Hilfe, wo muss ich jetzt lang gehen? Ist ein bisschen kompliziert, aber das macht ja auch was aus. Ich finde das richtig toll, dass sie auch mehr Vielfalt in die schon bestehenden Kartenteile bringen wollen. Das ist echt super. Und ja, wir fahren jetzt nach Griechenland, ne? Da haben wir auch wieder einiges zu entdecken. Wir fahren ja diesmal über den Landweg nach Griechenland, also über den Balkan. Durch Kroatien zum Beispiel. Wahrscheinlich auch an Ljubljana vorbei oder so. Ja. Und ich bin auch mal gespannt, was mit der neuen Karte zukommen soll, die ja... Aufpassen. Okay. Die, ich glaube, Ende Januar, Anfang Februar rauskommen soll. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber ich habe trotzdem schon ziemlich viel Vorfreude darauf und ich bin mir sicher, dass diese Vorfreude auch bestätigt wird, dass sie auch ihren Grund hat, denn wir wissen ja alle, dass die Leute da gute Arbeit machen. So, machen wir Tempomaten rein, ist nicht so schwierig, die Geschwindigkeit zu halten. Diesmal haben wir keinen vor uns
Ich habe ja schon mehrere Testfahrten gemacht, weil ja ich vorher auch Schwierigkeiten hatte mit Abstürzen und so. Und da hatte ich immer jemanden vor mir und jetzt haben wir mal keinen vor uns. Was sich wahrscheinlich gleich ändern wird, weil wir ein bisschen flott unterwegs sind. Ja. Ah, ich weiß auch warum. Ich weiß auch, warum es abgestürzt ist zuvor. Und zwar, ich bin mir ziemlich sicher, also hundertprozentiges Wissen kann ich es natürlich nicht, aber ich bin mir zu, sagen wir mal, 90% sicher, zu wissen, woran es gelegen hat. Und zwar hatte ich einen Mod drin, der sich mit der TSM-Map nicht verträgt. Den habe ich jetzt rausgeschmissen und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Also der dürfte sich weder mit der TSM noch mit dem DLC vertragen haben. Aber jetzt ist er raus und ich hoffe, dass ich jetzt nicht abstürze. Also es läuft ja bisher ganz flüssig. So. Also nochmal zum Wintermod. Ich plane mal, ihn so lange drin zu behalten, bis wir noch Winter haben. Momentan, jedenfalls bei uns hier, sieht es draußen nicht winterlich aus. Fast, ja, sagen wir Frühling oder Herbsttemperatur. Aber gut, ich denke mal, das wird sich noch ändern. Um Weihnachten rum ist es ja immer etwas mild. Ja, aber ich denke mal so, vielleicht bis März oder so, könnte ich mir vorstellen, diesen Mod zu benutzen. Vielleicht sogar noch länger, wenn ich Lust drauf habe. Wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr was dagegen habt, könnt ihr euren Einspruch einwenden. Da werde ich mal... Ich kann auch jetzt mal euch fragen, wollt ihr diesen Wintermod weiterhin hier sehen oder nicht? Wenn sich einige dagegen aussprechen, werde ich ihn rausschmeißen. Wenn sich Leute dafür aussprechen, werde ich ihn drin behalten. Gucken, ob überhaupt noch jemand zuguckt nach dieser langen Zeit ohne Videos. Aber irgendeiner wird sich schon finden, der sich das antut. Ja, ich habe auch einen anderen Mod reingenommen. Und zwar der. Hilfe! Nee, der war es jetzt nicht. Das war der. Dieselpreise-Mod, also der Mod von, auch von TSM-Leuten, der die Dieselpreise aktuell hält. Und lädt man sich da was von einer Excel-Datei runter und mit dieser Datei kann man dann immer die Datei im Mod-Ordner aktuell halten, mit aktuellen Dieselpreisen. Und ich bin zwar jetzt nicht so der Typ, der jetzt unbedingt bei Dieselpreisen auf Realismus setzen will, aber was, wenn man nur davon profitieren kann, dass man es drin hat, keine Nachteile hat. Wenn man keine Kompromisse eingehen muss, dann nehme ich das natürlich mit. Kein Problem. So. Ja, da ist die erste Folge nach dieser langen Pause auch bald wieder. Ich denke mal, ich werde jetzt versuchen, die erste Tour am Stück aufzunehmen, denke ich mal. Das macht mir einiges einfacher. Hoffe, dass es natürlich nicht abstürzt. Denn es hat ja bei den letzten Aufnahmen öfter so das Gefühl, jetzt stürzt es nicht mehr ab, jetzt läuft es prima und dann ist es auf einmal abgestürzt. Und das hat mich irgendwie geärgert. Wahrscheinlich nachvollziehbar. Naja, hoffen wir, dass es jetzt nicht mehr abstürzt, dass es jetzt flüssig läuft. Ich habe ja ein bisschen so Mods raussortiert, die anscheinend nicht funktioniert haben mit der neuen Spielversion, neuen DSM-Map, wie auch immer. Es dürfte jetzt eigentlich besser funktionieren. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also auf jeden Fall an alle, die das jetzt sehen, vielen Dank, dass ihr noch da seid oder wieder da seid, wie auch immer. Dass ihr mich nicht vergessen habt oder so. Dass ihr mir nicht das Vertrauen entzogen habt, obwohl ich so strapaziert habe. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.